So. Wo hat er sich versteckt? Das ist aber auch echt komisch. Wir wollen ja an diesem Turnier teilnehmen, ne? Und dass wir da überhaupt als Ausgestoßene angenommen werden? Zur Teilnahme? Na, speichern. Okay, Lagerfeuer kann man speichern. Und übrigens ist es schon Mittag geworden. Wir wollten doch heute jagen gehen. Warum ist er nicht hier? Wohin ist er gegangen? Also im Winter das so schön, zumindest wenn es so geschneit hat. Na, die Kälte hasst sich, Was macht er hier oben? Er steht da einfach nur rum. aber Was ist mit das, ihm los? aber das Aussehen vom Winter mag ich. Okay, Klettern ist gelb markiert. Gut zu wissen. Aloy, du bist hier. Ist alles in Ordnung? Wolltest du allein sein? Nein. Wir müssen reden. Ich habe über dein Training nachgedacht, Aloy. Du kannst jagen, du kannst überleben. Aber ich fürchte, eine Lektion fehlt noch. Willst du sie jetzt lernen? Natürlich. Ich lerne alles, was du mir beibringst. Hier gab es kürzlich Ärger. Das gibt uns die Chance für diese Lektion, doch sie ist gefährlich. Sei vorbereitet, oder du stirbst. Geh ins Becken hinab und jage, bis du die Teile für Feuerpfeile hast. Feuerpfeile? Von welcher Art Ärger sprechen wir hier? Wenn du die Teile hast, treffen wir uns hier, am Tor hinter dem Dorf Mutterherz. Das Nordtor? Am Rande der Umfassung? Ja. Mach dich auf den Weg. Ich hole die Teile. Ist sonst noch etwas mit dir? Noch was? Ist Sonst noch sonst noch was mit etwas? dir? Nein, mir geht's gut. Nach der Erprobung noch was? Noch was? Soll ich... Oh, die Scheiße. kauzige Grater könnte Nahrung brauchen. Besorg ihr eine Wochenration Fleisch, wenn du die Zeit dafür hast. Wäre schön, wenn sie mal Danke sagt. Ach, Grata folgt dem Gesetz. Ihr Schweigen ist etwas Ehrenhaftes und nichts anderes. Wenn du meinst. Nach der Erprobung. Machst du dir Sorgen, was dann passiert? Nach der Erprobung? Was passiert, ist klar. Du wirst in den Stamm aufgenommen und ich bleibe ein Ausgestoßener, den man meidet. Ross, selbst wenn der Stamm mich aufnimmt, ich... Es gibt viel zu tun, Aloy. Wir reden später darüber. Okay. Ich hol die Teile. Ich besorge die Teile, aber ich werde auch bei Cast vorbeischauen. Aloy, dieser Mann bricht das Gesetz, wenn er mit dir spricht. Und ich bin froh darüber. Ich will eine Stolperfalle und niemand sonst verkauft an Ausgestoßene. Dann solltest du sie auch laden. Du wirst sie heute Nacht brauchen können. Das klingt geheimnisvoll. Okay, wir sehen uns am Nordtor. Okay. Ich denke mal, ich muss jetzt hier runter. Irgendwas macht ihm echt Sorgen. Wenn er glaubt, dass ich ihn verlasse, täuscht er sich. Ich weiß nicht, ob es das ist. Vielleicht will er einfach nur nicht erfahren, dass wir wissen, wer unsere Mutter ist. Das Becken. Decke ein Lagerfeuer, in Noch dem nie du habe ich dieses nahe Tal rangehst. hinter mir gelassen. Und schalte so einen Schnellreisepunkt Das wird frei. sich nach der Erprobung ändern. Entzünde das Zwei Lagerfeuer Tage. Zwei mit Tage, bis ich Y. Antworten bekomme. Zwei Tage, dann weiß ich, wer sie war. Und warum ich nach der Geburt ausgestoßen wurde. Als ob es dafür eine Entschuldigung gäbe. Na gut, dann sammle ich mal die Teile für ein paar Feuerpfeile. Ich muss eine Herde suchen. Eine Herde. Darf ich eigentlich? Machst du irgendwas? Ich habe das Gefühl, als ob jemand mit mir reden will. Aber das
Was für ein Pech, der Mutterlosen hier über den Weg zu laufen. Na super. Mutterherz, noch 2 Tage, dann weiß ich, wie es dort ist. So viele Leute, alle an einem Ort. Dort fühlt man sich bestimmt nie einsam. Ich frag mich, warum wir ausgestoßen sind. Mutterherz. Mutterherz. Okay. Dann gehen wir mal über die Brücke. Und gucken, was es hier so gibt. Das Spiel sieht schon schön aus. Jetzt kann ich eigentlich irgendwo... Hier kann ich auf die Map. Also wenn wir... Warte, wir sind hier, hier, hier. Hier oben sind wir gestartet, ne? Dann hier runter, ja. Oha. Ich dachte jetzt, die Map wäre das hier. Dann hätte ich gesagt, die ist ja gar nicht so groß, aber... Oha. Hier kommt ja noch einiges. Ja. Das war so. Und dahinter ist ein Wächter. Wie weit kann ich eigentlich mit dem Bogen schießen? Bringen wir es hinter uns. Nahkampf habe ich auch. Okay. So. Wie wechsle ich die Waffen? Wie wechsle ich meine Pfeile? So, so. Ach so. LT Bogen. Wenn ich ohne LT drücke, dann ist einfach Schaden. Warum hat mir das niemand gesagt? Okay. RB sind leichte Angriffe, RT sind starke Angriffe, LT ist Pfeile wechseln. Okay. Muss man die Steuerung ein bisschen selber rausfinden. Na super. Lagerfeuer kann ich eigentlich, wenn ich auf die Map gehe. Das haben wir erkundet. Nee. Reisen. Schnellreise an diesem Ort noch nicht. Ah. Ach so. Wenn ich hier. Nee. Ein Reisepaket zu Schnellreisen. Hier ist. Eine Quest, glaube ich. Ja. Neues Spiel. Ich muss mich erstmal ein bisschen reinfinden. Aber das wird schon. Rein aus Interesse. Kann ich auch lebende Sachen? Ich kann auch lebende Sachen töten. Zuerst die Kälte, dann der Schnee. Bitte. Niemand sonst hilft mir. Ich muss mich noch ein bisschen mit dem. Willst du nicht helfen? Ja, doch, ich will helfen. Ich muss mit dir reden. Ach. Das war knapp. Jetzt Sie mich. Schießt doch ins Auge, was soll das? Ach
Ach so. Letzter Schuss. Ja, super. Wie crafte ich nochmal Pfeile? Oh nein! Wo waren die Pfeile craften? Ah, so, herstellen. Na, wo ich das muss. Okay. Kann ich schon mal mit dir reden? Ja. Du redest mit einer Ausgestoßenen? Ich brauche Hilfe. Da ist mir alles egal. Wo liegt denn das Problem? Quält dich dein Bein? Ich bin egal. Es ist meine Tochter Arana. Sie ist in Gefahr. Sie ging bei Mutters Wiege einem Plünderer nach. Ich fürchte um ihr Leben. Ich kann kaum aufstehen, geschweige denn ihr folgen. Hilfst du mir suchen? Warum ich deine Tochter? Ich helfe Arana, wenn ich kann. Und das... Deine Tochter? Warum jagt deine Tochter allein einen Plünderer? Ich bin schuld. Ich folgte ihm und er hat mein Bein zerfetzt. Ich bin nur knapp entkommen und mein Speer steckt noch in der Maschine. Es war ein Speer von Edena, meiner Frau, die letztes Jahr starb. Er bedeutet Arana alles. Sie will ihn von dem Plünderer zurückholen. Mutters Wiege? Du sagst, Arana wollte zu Mutters Wiege? Ja. Südöstlich von hier. Ich habe es ihr verboten, aber seit ihre Mutter starb, benimmt sie sich unmöglich. Verdammt sie mich an. Witwer und Krüppel dazu. Ein Vater, der seine Tochter nicht findet. Bitte, hilf mir bei dieser Sache. Warum du weißt nicht? Schon, dass die Stammmütter dich verstoßen können, weil du mit mir redest. Mir egal. Ich wollte sie selbst suchen, aber mein Bein hat versagt. Finde sie. Für ihre Sicherheit akzeptiere ich jede Strafe. Das ist gut. Ich helfe Arana, wenn ich kann. Ich tue, was ich kann für deine Tochter. Bring sie in Sicherheit. Ich flehe dich an. Alles gut, du brauchst nicht flehen. Was kann ich noch mit dir reden? Arana ist noch in Gefahr. Was brauchst du noch? Ach so. Ich werde gehen. Super. Ich finde immer diese Gespräche geil. Wenn du zu jemandem gehst. Ja, was brauchen sie? Tschüss, ich gehe jetzt. Warte, wo ist... Die Dinger sind gespawnt. Noch Teile von denen. Lass mal das Lagerfeuer aktivieren. Gut, das kann ich gut gebrauchen. Ja, das freut mich. Ich wollte gerade fragen, wie ich mir Medizin herstelle, aber das war ja, dass ich das einfach... einfach hier mit den roten Bären aufsammeln. Kann ich schwimmen? Ich kann schwimmen. Geil. So. Man kann nie wissen, wann man das mal braucht. Ja. Kann mir meine Sicht sagen. Ja. Lass mich da. Ich wollte gerade sagen, ich habe mir doch Pfeile hergestellt. Du bist wirklich aufmerksam. Ich hoffe, du hast niemanden gerufen. Nee, anscheinend nicht. Ich muss den Kampf gewinnen. Kann ich...
mal abbrechen, wenn ich nicht mehr schießen will. Achso, LT loslassen. Eine gute Idee. Ey, das kann doch nicht sein, dass ich mit einem einfachen Spiel so überfordert bin. Dich habe ich schon geplündert. Nämlich. Sie sehen mich von da hinten, oder? Medizinfall. Dann guck ich mal, ob ich euch von da hinten treffen kann. Wenn ich gut schieße, bestimmt. Schleichen klappt nicht so, wie ich das geplant habe. Aber Hauptsache, wir sterben nicht. Wo sind noch mehr Wächter? Hinten. Rotes Licht bedeutet Ärger. War schlecht im Ziel oder warum habe ich kein One-Hit? Achso, interessant. Die haben auch unterschiedliche Dings, wenn es leuchtet. Wenn es leuchtet, super. Das Loot hat unterschiedliche Farben. Beispielsweise, wenn sie grünes Loot haben, leuchten die grün. Das kannst du auch keinem erzählen. Die sind irgendwie gepanzert oder so. Ah, ich hab schon genug, um Feuerpfeile zu machen. Okay, dann das Lagerfeuer. Dann gehe ich mal Richtung Quest. Ach so, interessant. Ich kann hier oben hochklettern und dann von hier oben jagen. Oder runterfallen. Ja, ich habe genug Heilung. Dann gehen wir mal zur nächsten Quest. Fleisch, Rohstoff, Knochen. Knochiges Fleisch, Sliden geht auch. Geht auch Slide canceln. Sliden aufstehen, nee, geht nicht. Schade. So. Ich find's aber auch komisch, dass ich mich hier im Gebiet bewegen darf, obwohl wir auch ausgestoßen sind. Natürlich muss ich auf diese Ausgestoßene treffen. Das musste ja unbedingt sein. Warum sind alle so böse zu uns? Warum tut sie das? Weiß sie denn nicht, dass das gegen das Gesetz ist? Was? Eigentlich will sie nicht mit mir sprechen. Ich wäre bestimmt nicht besonders nett. Unhöflicher Ausgestoßener. Hauptsache, ich bin ausgestoßen, aber klaue hier die Sachen von denen. Und die machen rein gar nichts. Aber eigentlich als Ausgestoßener dürfte ich doch hier nicht mehr sein. Es wird Zeit, die Stolperfalle von Kass zu kaufen. Ja. Kann ich das hier machen? Nee, das kann ich hier vorne machen. Mutters Wiege. Warte, dann müsste die Tochter doch hier irgendwo dann sein. Ich sehe hier sonst niemanden. Quests, Hauptquests, Nebenquests. Aufträge. Kreuzige Krater. Herstellen. Interessant.
kann mir hier. Das ist einfach. Ja, ich kann Pfeile hier im Metall erstellen. Ich kann meine Waffe modifizieren. 21% mehr Schaden. Kann ich das jetzt auch irgendwie. Ich brauche eine Fähigkeit, um das zu machen. So, Fähigkeitsupgrade. 3 Stück an der Zahl. Maschinen und Menschen lautlos zu erledigen, Gegner schweren Schaden zuzufügen. Beim Ziel während des Springens oder Rutschens versankt. Das ist eine coole Fähigkeit. Beim Sturzsprung ist völlig lautlos. Das klingt alles ganz gut eigentlich. Zeit verlangsamen. Am Boden kann ich sozusagen so einen Kill machen. Sammler. Ist jetzt erstmal, glaube ich, nichts für mich. Wobei zusätzliche Rohstoffe beim Sammeln ist auch nicht schlecht. Schneller heilen ist auch. Wobei. Reisende. Zerlege Ressourcen und ihre Musik verdienen. Ich glaube, ich würde erstmal auf lautlos Schaden gehen. Dann beim Springen. Oder rutschen verlangsamen und wenn die am Boden liegen. Ich hätte erwartet schon auf mich. Ja, ich denke mal. Ich meine, irgendwann werden wir sowieso alles haben, denke ich mal. Deswegen müssen wir uns da keine Sorgen machen. Na dann. Reden wir mal mit dem Karst.